Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 PS4 hier auf der Vorpommern Rügen. Ja, neue Aufnahme. Und wir müssen erstmal gucken, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Ich bin der Meinung, wir waren noch am Dreschen. Das hier ist ein Trecker sicherlich für unsere Rübenernte, für die Rübenmission. Aber bevor wir mit denen dahin fahren, ich denke mal, sollten wir erstmal die Geräte alle in Gang setzen. Weil der Rübenernte, da steht nämlich auch. Beziehungsweise stehen ja alle. Den hat man hier abgestellt, weil wir dann sicherlich unser Feld noch düngen müssen. Der LKW ist so gut wie voll. Hier müssen wir einen Helfer genauso einstellen. Der hat ja schon reichlich geschafft. Hier müssen wir dann jede Menge Strohballen pressen. Ja, und hier müssen wir einen Helfer einstellen, dass er das Feld fertig ansieht. Ja, dann wären das unsere ersten Eikenrüben dann hier. Ich hoffe mal, dass wir bis die Rüben reif sind, oder erntereif sind, dass wir da auch unseren Rübenernte leisten können. So, dann nehmen wir den hier mit, fahren runter. Wir waren ja bei der letzten Folge noch der Meinung, wir machen eine Kartoffelmission. Ich weiß nicht, wo ich da hingeguckt habe, an welche Stelle, aber es sind ja Rüben. Im noch Fendt ist auch nicht schlecht. Jetzt noch ein bisschen verkehrt, wir müssen ja da hoch. Sicherlich werden wir bei der Mission auch an Rüben was übrig behalten. Das ist nicht ganz so schlecht, aber es dauert auch eine Weile, bis unsere Rüben erntereif sind. Was wir jetzt gar nicht geguckt haben. Wachstum. Genau, Feld 4 und Feld 1 ist auch erntereif geworden. Aber wir müssen erstmal hier oben Feld 2 fertig abernten. Und natürlich zwingend auf Feld 2 dann die ganzen Ballen einsammeln. Dann war ja die Überlegung, was wir dann hier auf Feld 2 drauf machen. Momentan bedarf es weder Kalk noch Pflügen. Wenn wir dreimal angepflanzt haben, müssen wir ja sowieso pflügen. Denn die Überlegung, ob man oben Mais hinmacht oder Sonnenblumen hinmacht, müssten wir es natürlich vorher kuppern. Hier vorne stört eine Straße beim Wenden. Okay. Wie viel ist drin? 16.000, ja, allzu viel ist das noch nicht, was er drin hat. Also können wir den Trecker erstmal getrost dort stehen lassen. Und hier passt noch eine Ladung rein. Dann werden wir hier mal noch ein bisschen Ballen pressen. Also 80%, das ist mit großer Wahrscheinlichkeit unser Drescher. Also wo wir auch drüber nachdenken sollten, bei den großen Feldern eventuell den zweiten Drescher anzulegen, oder anzuschaffen.
denke mal, wir werden noch hier eine halbe Ewigkeit beschäftigt sein mit Ballenpressen. Unser Crusher ist schon voll. LVC hat erfolgreich beendet, das ist unsere Seemaschine. Erfolgreich ist das aber nicht, es fehlt ja noch ein Stück. Ja, die nächste 80% Meldung ist natürlich da drüben irgendwo. Da habe ich das Gefühl, wir müssen uns zerteilen hier. Da wir mit denen jetzt hier fertig sind, könnten wir eigentlich darüber nachdenken, ob wir da die Fahrzeuge tauschen. Dass wir hier mit dem MF pressen. Mit dem Fendt abfahren und mit unseren LKW Ballen einsammeln. Ja, den lassen wir erstmal hier stehen. Wir müssen erstmal unseren Trescher losschicken, der wird fertig sein mit Abbunkern. So, und drüben Ernte leer machen. Also dort unten wendet er ordentlich. Hier oben will er was stehen lassen. Ja, hier im Missionsfeld können wir ja ruhig reinfahren, da fahren wir nichts kaputt. Nochmal, da bleibt stehen zum Abbunkern. Dann werden wir den hier oben mal hinschicken, bei Vorgewende fahren. Beziehungsweise... gleich mal nacharbeiten.
Welche Richtung? So, da fahren wir den gleich mal hier abgeben. Und zwar nur 30.000 drin, denn wir müssen ja bloß ums Eck. Mal also hinten irgendwo durchschmuggeln. Ne, wir müssen ja sowieso vorne in die Halle reinfahren. Und auch hier einfach einmal durch die Hecke. Ja, wieso kriege ich noch das Ablade-Symbol? War ich jetzt zu weit links? So, wir sind mal gespannt, wie viel die 30% ausmachen von dem, was wir abgeben müssen. Oh, das sind 8%. Grob gesagt, wir müssen 13 Hänger voll abgeben. Grob 12. Mal schauen. Gut, das ist unser Drescher, der schon wieder fast voll ist. Den wollten wir eigentlich noch abtanken, weil wir müssen ja wegfahren. Wenn ich mich recht entsinne, ist ja unser Hofsilo voll. Lassen wir mal hier noch zwei Runden fahren. Ja, unser Hofsilo war ja glaube ich voll und wir müssten ja das sowieso zum Schweinehof bringen. Jetzt nur 9% abtanken. Ich hoffe mal, dass er weiterfährt. Denn preistechnisch sind wir immer noch bei 613. Ja, und 200 haben wir schon im Hof im Silo drin. Und 63 Schweinehof. Achso, da passen ja 400 rein. Deshalb haben wir eine Gesamtkapazität von 600. Das ist ja mal erhöht worden. Wir haben dann ja sehr viele Ballen zu fressen. Mal, dass wir da den Rest der Woche und am Wochenende komplett damit beschäftigt sind. Ja, ich weiß nicht, ob wir den noch einlagern, da haben wir 300.000 eingelagert, ob wir dann die letzten Hänger, die wir kriegen, bestimmt noch mal zwei gleich direkt verkaufen. Oder ob wir damit dann schon den Preis drücken, das weiß ich natürlich auch nicht. Wir wollen ja hier vorne sowieso noch stellen mal kurz was gucken. Komplett uns könnten wir uns eigentlich so hinten noch eine Zufahrt machen. Denn hier hinten wollten wir noch ein Wurzellager hinsetzen. Mal gucken. Das kostet 90.000 und es gehen 300.000 rein.
Ich vermute mal, dass unser Drescher schon wieder voll ist. Weil wir hätten die Rüben-Mission nicht noch annehmen sollen. Weil wir kommen irgendwie echt nicht hinterher. Also wir müssen auf alle Fälle ja alles abernten. Und dann sollten wir den eigentlich... Ja doch, wir setzen ihn vorne ein. Sollte ja reichen als Vorgewende. Kann sein, dass er sich dann nochmal stört an dem Baum hier. Weil das habe ich eben selber verursacht, da ich auf Helfer gedrückt habe. Wollen wir mal jetzt was abbunkern, kriegt man nachher nicht. Wird hier unser Hänger jetzt hier nicht werden. Das war jetzt eigentlich... Wir das nicht machen müssen, den abzubunkern. Wir hätten lieber in der Zeit Ballen pressen sollen. Lose Stroh sammeln lohnt eigentlich auch nicht so richtig. Wir kriegen ja einfach dann mit dem Ballenhänger mehr abtransportiert. Warum müssen wir es noch einsammeln? Die Arbeit, die wir jetzt machen, das wäre ja auch so, als würden wir lose Stroh sammeln. Wir können dann auch deutlich mehr mitnehmen. Wir müssen weniger abfahren. Also, ich denke mal, dass sich das Ballenpressen schon lohnt. Ballen pressen werden wir dann auch morgen weitermachen, denn das soll es erstmal für heute gewesen sein. Ich sag mal, der Langfahren, vielen Dank fürs Einschalten. Also dann bis Donnerstag, bis dahin und tschüss.